Finalwochenende vom Nationalliga A Interclub. Schauplatz, Tennisanlage Römerpark vom LTC Winterthur. Trotz der nicht immer einfachen Bedingungen sind viele Zuschauer vor Ort und werden für ihr Kommen mit Spektakel und Spannung auf den Tennisplatz belohnt. Schon zum dritten Mal in Folge findet die Entscheidung der höchsten Interclub-Liga zu Winterthur statt. Der Stadtpräsident ist vom Event begeistert. Wir sind sehr stolz auf den Park und wir sind auch sehr stolz auf den LTC Winterthur, der jetzt hier Organisator ist. Und darum, wie gesagt, ist eine gute Sache. Gäste sehen Winterthur, die noch nie da waren, sehen hier bei uns gutes Tennis, hervorragend organisiert. Das ist eine gute Visitenkarte für unsere Stadt. Ladies first. Die Damen starten die Halbfinals und es geht richtig schnell. Der Rekordtitelhalter GC lässt Stade Lausanne keine Chance. Nach der Einzel steht es schon vorentscheidend 4:0 für die Hoppers. In allen vier Partien geben die GC-Damen nur gerade einen einzigen Satz ab. Der letzte Sieg zum Finalezug realisiert Stefanie Vogt gegen Viktoria Golubic. Im Gruppenspiel haben wir nicht so klar gewonnen. Es ist natürlich super, dass wir jetzt hier im Halbfinaltag so eine klare Sache gemacht haben. Jetzt können wir auch Kräfte sparen für morgen. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Roman Derby zwischen Centre Sportif de Colony und dem Geneva Country Club. Das starke Quartett von Colony macht kurzen Prozess. Ihres Nummer 1, Anse Jabeur, macht mit ihrem Sieg zum 4:0 alles klar. On espère qu'on pourra continuer comme ça demain et j'espère que qu'on va gagner parce que toutes les filles elles ont fait deux bonnes semaines, enfin presque la fin de la semaine là et j'espère qu'on va pouvoir continuer et finir et pourquoi pas lever la coupe. Während der Halbfinals von den Männern wird der Regen immer stärker und die Bedingungen immer schwieriger. Trotz ein paar wenigen Unterbrüchen kann fertig gespielt werden. Genève Eaux-Vives geht als Vorrundensieger als Favorit ins Duell gegen Nyon. Der Henry Laxonen gönnt das spezielle Duell gegen seinen Coach, den Roman Vögeli. Und der Franzose Stéphane Robert holt gegen den Yannick Thomet den letztlich entscheidenden 5. Punkt und sichert Eaux-Vives den Finalezug. C'est une bonne journée, une journée très pluvieuse aujourd'hui, donc on est content d'avoir réussi à finir les matchs dehors. Et on a réussi à gagner la rencontre avant de jouer les doubles. Donc c'était une très bonne journée pour nous aujourd'hui. Die Halbfinals nur eine Formsache? Definitiv nein. Das Duell zwischen dem Rekordschweizermeister GC und Froburg Trimbach packt Zuschauer vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Nach der Einzel führt GC komfortabel mit 4:2. Ein Sieg in der Doppel brauchen die Hoppers noch, dann stehen sie im Finale. Doch Froburg Trimbach wächst über sich raus, gönnt zwei Doppel und hofft im dritten und letzten auf das neu formierte Duo David Novak und Michael Prischisny. Ihre Gegenüber auf GC-Seite heissen Martin Fischer und Adrian Bodmer. Das Champions-Tiebreak im dritten Satz muss entscheiden. Und dort schaffen Novak Prischisny das unmöglich Glaubte und holen für die Solothurner den dritten Doppelsieg. Froburg Trimbach dreht Begegnung und steht im Finale gegen Genève Eaux-Vives. Ein weiteres Highlight am Finalwochenende Winterthur ist der Davis Cup Pokal. Dank der Aktion Trophy on Tour ist die vermeintlich hässlichste Salatschüssel der Welt zu Besuch in der Eulachstadt und wird fleissig bestimmt. Egal ob Fotos vom oder mit dem Pokal, jeder will das Stück Schweizer Tennisgeschichte in einer Form festhalten. Eine weitere Möglichkeit, den Pokal zu sehen, gibt es zum Beispiel am 2. September bei der Stadthausanlage in Zürich, anlässlich eines Kids-Tennis-Event. Der Tag der Entscheidung zu Winterthur. Die Frage, die sich stellt, wer wird Schweizer Meister 2015? Bei den Damen punkten Tamra Sadikovic für GC und Anse Jabeur holt gegen Stefanie Vogt einen wichtigen Punkt für Colonie. 2:2 steht es nach der Einzel. Ein ähnlich ausgleiches Bild präsentiert sich bei den Männern. Der Henry Laxonen gönnt für Eaux-Vives gegen den Jan Marti klare 2 Sätze. Dann das hart umkämpfte Duell zwischen den Genfer Nummer 1 Vincent Milo und dem Pol Michael Prischisny. Der Franzose könnte Eaux-Vives mit einem Sieg den ersten Titel seit 24 Jahren sichern. Es ist ein Spiel auf Messerschneide. Mit dem besseren Ende für Froburg Trimbach. Statt 5:1 steht es nach der Einzel nur 4:2 für Genf. Jubelt am Ende der Favorit oder gelingt den Solothurner das gleiche Kunststück wie im Halbfinale gegen GC, wo sie die Begegnung ja schon mal komplett gedreht haben? Unglaublich, aber wahr. Froburg Trimbach schafft Sensation. Sie gewinnen wieder alle drei Doppel und holen sich den ersten Schweizer Meistertitel in der Clubgeschichte.
Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl und brutale Emotionen. Und dass wir zweimal 2-4 Rückstand aufholen gegen GC und Genf, die wirklich zwei mega starke Teams sind, das hätte ich wirklich im Leben nie gedacht. Und dass ich dann noch meine 2-1 gegen zwei so unglaubliche Spieler, das war wirklich noch das Tüpfchen für mich gewesen. Bei den Damen steht es nach der Einzel ja bekanntlich 2-2 und nach den beiden Doppel 3-3. Eine Entscheidung ist also noch nicht gefallen. Es kommt damit zu einem zusätzlichen Match-Tiebreak zwischen GC und Kolonie. Amra Sadikovic und Stefanie Vogt starten besser und führen zwischenzeitlich mit 4 Punkten. Trotz einer starken Aufholjagd von Kolonie durch Anse Djaber und Sandy Marti hat GC Matchball. Die Titelverteidigerinnen machen den Punkt und sichern sich den 65. Titel in der Vereinsgeschichte in Extremis. Ganz zittrig vom Super Tiebreak. Es ist brutal viel Spannung, aber super. Ja. Gestern zum Glück klar gewonnen und heute, also wirklich knapper geht es nicht. Also Matchspiel haben wir jetzt nicht abwehren müssen, aber viel knapper geht es wirklich nicht. Und jetzt immer noch Adrenalin, immer noch am Zittern, aber es ist das, was Tennis ausmacht. Das sind so knappe Entscheidungen, es kann am Schluss auf beide Seiten gehen und es ist einfach geil. Der Lohn für tolles und hochstehendes Tennis. Teleclub gratuliert den Interclub Schweizermeister 2015, dem Grasshopper Club Zürich bei den Damen und dem TC Frohburg Trimbach bei den Mann. Ein ganzes Wochenende Spitzentennis mit viel Spektakel und Spannung bis zum Schluss. Nazia hat einmal mehr gezeigt, wie packend nationaler Tennissport ist.